Ein Stativ braucht jeder Fotograf und Filmemacher. Ich habe mir vor 2 Wochen das Gikodo 200 cm Stativ gekauft. Und ob ich es euch empfehlen kann, klären wir in diesem Video. Viel Spaß! Das Stativ besteht nahezu komplett aus Aluminium und wiegt 1,5 kg. Ihr könnt das Stativ auf bis zu 200 cm ausfahren und auf 50 cm einfahren. Das Stativ hat obendrauf noch einen 360 Grad Kugelkopf, auf dem ihr Kameras mit bis zu 8 kg raufschrauben könnt. Ihr könnt die Mittelsäule rausnehmen und dann an ein Bein des Statives ranschrauben, um ein Einbeinstativ zu bekommen, welches deutlich platzsparender ist, wenn man zum Beispiel gerade wandert. Dafür benötigt ihr nur eine kleine beigelegte Schraube und das Ganze dauert dann so circa 1 Minute. Ihr könnt die Mittelsäule aber auch im Stativ über Kopf drehen, was praktisch ist, wenn ihr mal etwas auf dem Boden filmen wollt. Das Stativ ist für 75 Euro wirklich sehr gut verarbeitet und hat viele Schrauben, an denen ihr genauere Einstellungen vornehmen könnt. Bei der Höhe von 2 Metern wirkt das Stativ jedoch leicht instabil, was nicht heißt, dass es kurz vorm Umkippen ist, aber ihr solltet bei der Höhe trotzdem aufpassen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch den Panoramakopf durch einen sogenannten Fluid Head austauschen, um mit dem Stativ smoother Aufnahmen zu filmen. Die Beine des Stativs rasten in 3 verschiedenen Positionen ein und können 3-mal ausgefahren werden. Die Klemmen zum Ausfahren gehören zu den wenigen Teilen des Statives, die aus Plastik gefertigt worden sind. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Stativ seid, kann ich euch das Gikodo 200 cm Stativ wirklich sehr empfehlen. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Ciao! Wow.